hier gibt es wieder einen alten Aufzug. Da bleibt nichts stecken. Ich weiß ja nicht weiter. Guck mal. Ah, cool. Ein alter Aufzug. Hab ich nicht gewusst. Ich dachte, der wurde komplett neu gemacht. Ich muss aufpassen. Gebäudeaufzug, was erzählt. Von dem Alter von 1926. Ich traue mich zu Ellen, auf die Tür zu fahren. Es klappt. Schau mal auf die Tür. In Berlin, guck mal, Alter. Es ist nicht so gut, meine Füße tun ein bisschen weh. Guck mal auf die Tür, wie in Berlin. Besser als wenn es dieses Unfall ist, dass dann stecken bleibt. Oh mein Gott, ich habe gesagt, guck mal, ich habe meine Füße ganz hinten am Rand. Autsch, das kann ich mal aushalten. Oh, ist gleich zu Ende. Zum Glück noch alles alt geblieben. Ich dachte, außen wäre auch noch musiziert. Boah, Leute, vielleicht kann ich mit auf die Tür fallen, das tut ständig weh. Jetzt war mit meiner. Oh, zum Glück gibt es noch einen alten Aufzug. Das ist in Wittenmeierstraße. Oh, man muss schon wieder schauen. Oh, das ist der vierte, der älteste Aufzug in München noch gibt. Das ist der dritte, vierte, älteste Aufzug. Oh, zum Glück. Oh, ich liebe noch alte Aufzüge. 1926 wurde gebaut. Ich war schon aufgemacht, zum Glück habe ich keinen Ärger bekommen. Oh, zum Glück noch alte Aufzüge. Oh, ich liebe es. Und das ist nur der vierte, der älteste Aufzug. In München gibt es noch 10 Stück oder sowas. Noch viele davon. Oh, der leider ist ein bisschen dunkel, es tut mir wirklich leid. Also, ich muss sagen. Was ist nicht sonst, bleibt er mit der stehen. Jetzt können wir ein bisschen mehr sehen. Hier, so Leute, ich habe so gestanden, es hat echt wehgetan, Wahnsinn. Ich kann nicht mehr aushalten, sonst wird aufs Elbmann stehlen. Ohne Licht. Zum Glück gibt es in München noch viele alte Aufanlagen. Nannte wurde 1926 gebaut worden. Zum Glück noch viele alte Aufzüge. Nur innen musiziert, zum Glück außen auch musiziert. Die Tür muss an. Die Tür muss an, ob ich ausmachen kann. Zum Glück gibt es hier noch alte Aufzüge. Das ist der zweite alte Aufzug in München. Ja, diese vierte.
Dann soll ich den Namen gleich fotografieren.